Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, Lucia Dragon Mary. Ja, es wird gekocht quasi. Ja, man sieht, ich habe ein Hühnchen von draußen, das letzte Masthühnchen, hatte fast 6 Kilo, wobei es könnte auch schwerer gewesen sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil es war ein Masthybrid. Und das habe ich schon gesagt. Nein, ich konnte es auf der Küchenwaage nicht wiegen, weil die Küchenwaage nur bis 5 Kilo 1, also 5,1 geht. Dann ist die, könnte auch 5,2 gewesen sein, aber es ist dann abgestorben. Musste ich die Personenwaage nehmen. Da kam das halt raus. Ob das jetzt so genau stimmt, weiß ich nicht, aber so ungefähr. War aber mit Innerein. Aber gerupft und ohne Kopf und ohne Füße. Ja, ich habe mir jetzt hier, gestern habe ich mir die Flügel gemacht, also paniert und gegessen, also nicht paniert, sondern mit sowas da, Brathuhn-Gewürzsalz, das ist noch original verpackt. Ich habe da angefangen, da steht nichts drauf, aber ich weiß, dass es das ist. Ich habe da auch ein, also das ist mit Brust, da ist Fleisch dran. Das klaue ich mir, weil das ist bei den Hunden und Katzen tatsächlich gar nicht mehr so beliebt. Am beliebtesten sind Innereien, deswegen gibt es hier heute auch Leber. Gestern gab es eigentlich alles andere. Jetzt gab es Leber und Herz und Lunge gibt es dann auch noch, sobald ich da rankomme, weil da ist es immer ein furchtbarer Kampf, bei denen die Lunge rauszukriegen. Ja, auf jeden Fall, das ist mit Haut. Die werde ich dann einreiben mit diesem Brathuhn-Gewürzsalz. Also zuerst mit dem und dann mit dem, weil das ist älter. Das ist nur Haut mit Fett. Mich würde interessieren, was da war so viel Fett drin, das arme Händel. Also ich werde mir auch keine mehr zulegen, mir tun die echt leid. Das war jetzt das erste, die ersten, die ich gehabt habe, die ersten vier, die waren ja auf Diät. Da ging es ja noch, aber die waren jetzt nicht auf Diät und boah, und vor allen Dingen die Warzenenden. Das war dreimal so viel Fett und die hat nicht so viel gewogen, die Ente. Also und die Ente haben übrigens nur die Hunde und Katzen bekommen. Ich mag nämlich keine Ente. Ich mag nur Huhn und Wachtel. Auf jeden Fall habe ich mir da drei Stückchen Haut mit Fett genommen, um zu schauen, was passiert, wie das dann ausschaut, ob das auch geht, wie das schmeckt. Und das ist halt nur Haut, da ist kein Fett drunter. Auf der Brust ist eigentlich kein Fett drunter. Das ist eher von weiter unten. Vom Popo. Und das ist halt von Brust. Ja. Bin gespannt, wie es wird. So, ich habe den Ofen auf 220 einmal vorgeheizt. Unter diese Fleisch- und Hautstücke habe ich jetzt ein Maiskeimöl gegeben, weil ich mag sonst kein anderes Öl. Also ich mag nichts Bitteres, also somit fällt Leinsamenöl und so weiter für mich total flach. Das gehört alles ganz den Hunden. Und ja, also das ist das einzige Öl, was ich mag. Und das gebe ich mal drunter, damit es nicht so anklebt, weil sonst zerreißt man das, die Frischhaltefolie. Frischhaltefolie verwende ich nur für das, für sonst verwende ich eigentlich nie Frischhaltefolie, auch nicht zum Frischhalten, also wenn ich was verpacke, dann in diese Einweg-Plastiksackerln, ist jetzt auch nicht gut, aber die verwende ich dann wenigstens nachher nochmal wieder. Wenn Fleisch drinnen war, dann eher so für Abfall, so Abfallsackerln, dass ich nicht so viele Mülltüten brauche, also diese extra gekauften für den Müll. Ja, und wenn irgendwie Grünzeug oder so drinnen war, aber das gebe ich eigentlich so gut wie nie in solche Sackern rein, würde ich es dann noch für Hühnerfutter und so weiter verwenden, aber für Hühnerfutter zum Runtertragen nehme ich jetzt sowas, das brauche ich da nicht drauf, das ist von gestern noch ein bisschen Knoblauch. Knoblauchschalen und ein bisschen Knoblauchzehen, die kleinen, die Resteln habe ich da reingeschmissen, da kommt auch gleich wieder was dazu. Ja, ich mag da eigentlich tatsächlich nicht so wirklich viel dazu. Ich werde mal wahrscheinlich noch Erdäpfel-Wedges dazu machen. Das sind Kartoffel-Wedges eigentlich, glaube ich, oder wie heißen die? Österreich ist halt Erdäpfel und deswegen heißen die bei mir Erdäpfel-Wedges. So, ja, jetzt kommt es in den Ofen, der ist vorgeheizt. Der ist aber leider nicht beleuchtet, das heißt, man sieht halt nichts. Das heißt, filmen bringt da nicht viel, aber ich zeige euch dann das Ergebnis. Ja, das ist jetzt die Marinade, so nenne ich es. Wie das jetzt wirklich heißt, weiß ich nicht. Das ist Knoblauch, da habe ich so eine Packung. Ja, dieses Plastik, aber die kann man wiederverwenden. aber ich fand es halt lustig.
Knoblauch habe ich 13, drei relativ große Knoblauchpresse. Das ist das Messer, mit dem ich es gerade geschnitten habe. Da ist eine Schüssel, da ist jetzt schon ein bisschen Maiskeimöl drinnen. Ich kriege übrigens von keiner dieser Firmen, die ich hier gezeigt habe, irgendein Geld oder irgendein Produkt. Was aber nicht heißt, dass in Zukunft sich das nicht ändern könnte. Also ich würde mich sehr freuen. Und es kommen auch sicher mehr Kochvideos, sobald ich übersiedelt bin, sobald ich eine richtige Küche habe. Weil das, was ich hier momentan habe, das ist ja keine Küche. Übrigens, der Barfira-Schüssel wäre hier, aber die hat ihr Essen gestern nicht gegessen. Die kriegt das von gestern noch einmal. Tja, die Buffy mag das so frisch nicht. So lange ist das noch nicht tot. Naja, auf jeden Fall kommt das jetzt der Knoblauch da rein. So, Knoblauch drin. Habe auch ein bisschen Maiskeimöl noch dazu gegeben. Jetzt kommt das, die Reste von dem da dazu. Ich hätte es vorher aufmachen sollen. Ja, die Märchen haben Hunger, die kriegen jetzt auch noch was. Damit wird das jetzt gewürzt. Wahrscheinlich übertreibe ich wieder wie immer. Ja, ich weiß, Salz ist ungesund und Öl ist ungesund, aber das ist mir eigentlich herzlich egal, weil ich will nicht gesund essen. Ja. Wenn das mit dem Wetter so weitergeht, ist meine Lebenserwartung sowieso nicht sonderlich hoch. Also. Ja. Und so schaut das dann aus. Das kommt dann später auf. Jetzt wollte ich Händelflügeln sagen. Gestern waren es Händelflügeln. Das kommt dann eben. Da gehört noch ein bisschen Öl. Schraube ich das jetzt zu oder auf? Ah nein, eh auf. So. Na. Nachgießen. So, schmeckt übrigens so auch sehr gut. Es ist halt sehr scharf. Vor allen Dingen, da ich meinen Knoblauch relativ lang liegen lasse, den kriege ich immer von geschenkt. Beziehungsweise kaufe ich mir ja sowieso meine Lebensmittel nicht selber. Bringt mir irgendwer mit und dann lasse ich sie relativ lang liegen. Und je länger man die liegen lässt, desto schärfer werden sie. Und das ist echt gut. Mmh. Huh. Huh. Verschimmeln sollten sie halt nicht. Das passiert leider auch ab und zu. Obwohl ich sie genau gleich daneben lager, aber keine Ahnung wieso. Aber vielleicht kommen die auch schon so schlecht zu mir. Weiß ich nicht. Oh, ist das scharf. Ah, herrlich. Gutes Essen. Also das kommt jetzt dann in ungefähr 20 Minuten auf die Händelpost drauf. Währenddessen richte ich den Tierchen sie essen her. Das müsste sich ziemlich genau ausgehen. Ja, die freuen sich da hinten schon. Das ist jetzt das Futter, was ich hergerichtet habe. Das ist für unsere zwei Neuzugänge. Ich habe auf Instagram, Facebook und Twitter schon angekündigt, dass ein paar neue Tierchen eingezogen sind, habe aber nur eins vorgestellt. Und da ist jetzt mal das Hund- und Katzenfutter. Dann haben wir hier den Herd. Ich sage, man sieht nichts. Da werden wir jetzt das rausholen. Das ist 21 Minuten später, bin jetzt eine Minute später dran. So. Das hätte ich eigentlich mit der anderen Hand machen müssen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich habe das noch nie gemacht. Übrigens, meine. Ja, geh weg da. Meine Küche schaut furchtbar aus, weil ich alles verschieben musste für den Herd. Der steht da normalerweise nicht. Der steht ja normalerweise da unten. So, das sieht sehr lustig aus. Das ist sehr lätschert. So, nein, da wird gleich alles ausrinnen. Ich habe übrigens das Staniolpapier da, damit ich bei diesem Herd kann ich diese Einsätze nicht nachkaufen. Zumindest habe ich keine Ahnung wo. Dementsprechend muss ich das schützen. Wenn ich dann einen richtigen Herd habe, wo man dann auch nachkaufbare Backbleche hat, geht das dann einfacher. Da ist aber ordentlich viel Fett weggegangen von dem, schätze ich mal, und die Haut ist eingegangen. Na gut, schaut aber schon nicht schlecht aus. So, jetzt kann ich das leider mit einer Hand nicht machen. Das wird jetzt dann eingepinselt mit der Marinade, die ich vorher gemacht habe. So, lala. Ich habe da einen Batzen von der Marinade hingehauen. Dann da oben drauf auch. Da halt auch wieder einen Batzen und den Rest verteilt. Da habe ich auch ein bisschen was verteilt. Ja, bin schon gespannt, wie es wird. Ich habe das jetzt nochmal 20 Minuten bei 200 Grad drin gehabt.
Aber das ist Ober- und Unterhitze. Mit Umluft kann man ruhig 180 nur nehmen. Jetzt werde ich hochschalten auf 230, damit das Ganze schön knusprig wird. Und das dann noch ungefähr 10 Minuten. Da müsst ihr aber auf euren Ofen achten, weil meiner braucht sehr lange. Wenn ich den Ofen von meiner Oma unten verwenden würde, glaube ich, das maximal 7 Minuten dauern, sonst wird es schwarz. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, jetzt ist es leider doch passiert. Ich habe es 20 Minuten drin lassen. Jetzt ist es ein bisschen dunkel, aber man kann es trotzdem noch essen. Ja, so sieht es jetzt aus. Bin sehr zufrieden. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist ein relativ einfaches Essen, man braucht nicht viel machen. So, ja. Erdäpfel-Wedges und fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video. Es dampft noch.